Hallo, Anna. I don't know where you are and how you feel, but I made this game for you. We can have fun together as we used to. We can play hide and seek. We can do other fun stuff. The choice is yours. Also, this game is only for Anna. Ja, schade, Freunde. Willkommen bei Anna. Wir sind leider nicht Anna, also dürfen wir nicht spielen. Was ist das für ein Quatsch hier? Hier hat irgendein Typ, oder wahrscheinlich irgendwie, meine Ex-Freundin Anna, ich hab sie so geliebt hier, deswegen mein Spiel für sie. Geh ich mal von aus. Ja? Könnte sein. Könnte aber auch einfach ein Spaß sein, dass irgendein Bruder für seine Schwester das gemacht hat und das drauf geschissen. Oder einfach das nur als funny Grund genommen hat. Ne? Willkommen bei Anna the Game. Bei mir ist Gott sei Dank, und ich bin nicht allein, der wundervolle Benny. Hallöchen. Und erstmal hiermit ein herzliches Willkommen auf dem Kanal bei uns, bei Benny und Steve. Und auch wenn ihr nicht Anna seid und wir nicht Anna sind, lasst uns trotzdem das Spiel starten, weil wir kleine Rebellen sind. Go away if you're someone else. Naja, okay, gut. Also sie wollen ja förmlich, dass wir gehen, dann geben wir halt. We don't want you here. Also, weiß ich nicht, was... Spinnt der? Die wollen einfach nicht. Disst der mich? Game for Anna. Oh, guck mal hier, guck mal. Das ist, wisst ihr, was mich das erinnert, Benny? Na? Jetzt ploppt's gleich auf. Wardwell House. Ah, ja, stimmt. So, okay, hier brauchen wir anscheinend irgendwas. Was wir nicht haben. Ja, Schere, Spitzengegenstand, Schaffengegenstand, irgendwas zum Zerschneiden. Die Adilette hier. Wir sind anscheinend ein Nagetier oder sonst irgendwas. Oder ein ganz... Was ist denn das hier? Soll ein Zahn sein? Ist ein Zahn? Also ich weiß nicht, was wir sind. Weil die Gegenstände sind alle tierisch groß. Was haben wir da? Rotze? Ist ein Spuckfleck oder was? Das ist ein ekelhaft, Alter. Was soll denn das? Oh Gott. Aha, okay, aha, also ist recht übersichtlich. Wir können links, rechts, geradeaus und... Das ist eine Schere. Oh. A scissor. Oh, warte mal. Können Sie aber nicht nehmen. Stay in scissors. Stay in scissor. Ja. Das ist eine Barbie-Puppe. Ne? It's a pretty doll. It's a pretty doll, my friend. So, was haben wir? Oh, hier, take item. Was haben wir denn? A flower. Okay. Ein Schlüssel. Wie groß der Schlüssel ist. Was sind wir? Ey. Kabel? Ah, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh. No light. Toggle space. Huh? Ah. Oh, cool. Kannst du jetzt von überall das Licht ausmachen? Nee, ne? Oh, guck mal. Ach, Giftflower. Ah. Und was jetzt? Jetzt können wir hier einen Stecker ziehen. Ach, damit wir denn da... Ah. Na? Ja. Nee. Was ist los? Oh, die Puppe hat das Ding wieder reingesteckt. Spinnt die? Was hat die denn? Was ist das? Da schon kommt ein Take? Junk. Lass uns mal ein bisschen Junk nehmen. Okay. Ach, das ist hier so ein Stück Cutterklinge. Oh, warte mal. Dull Paper Blade. Hier setzt gerade so ein bisschen Musik ein. Das ist ja cool irgendwie. Ja. Okay, es beginnt atmosphärisch zu werden im Pappkarton City hier. Dieser Zahn da unten immer wieder. Ja, ne? So warte mal. Also, ich gehe mal jetzt von aus, dass wir jetzt hier die Puppe fesseln müssen, oder was? Jawohl. Damit die nicht ständig hier den Stecker rauszieht, oder was? Das ist ja geil. Geil. Ja, ich war als Kind auch schon immer anders. Okay, dann unplug. Unplug.
The Plug. Okay, und jetzt schauen wir mal. Ah, jetzt sind wir durch. Durch. Rack. Was ist das, ein Lappen? Oh, da ist eine Tür. Also eine aufgezeichnete. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich die Schere. Die Scissor. So, pass auf, und damit müssen wir jetzt bestimmt den Rotz aufwischen. Ich weiß auch nicht, was. Ja, was konnte der Typ die Anna nicht leiden oder was? Wer du Dreck, was? Wie, was? Na, wir haben jetzt den Dreck von der Schere runtergemacht. Und jetzt können wir die Schere mitnehmen. Und jetzt schneiden wir uns die Türe rein hier. Pass auf. Ja, okay. Tada! Wo sind wir? Oh, krass, ist das hier, wie so eine Sicht hier hinten. Oh, ist ja eklig. Ja, Puppe. Oh, cool. Ist ja voll dein Ding, ja, Benni, Alter. Mm. Willkommen, Haus Beniviento. Oh, ein Hammer. Was ist denn das? Take Hammer oder Take String? Wollen wir einen Hammer oder eine Seite nehmen? Kannst du nicht beides nehmen? Also kannst du nicht einen und dann nochmal raufklicken? Ja, guck mal. Oh, nee, kannst du climb. Oh. Also bestimmt The Hammer. Use the Hammer. Warte mal. Konnten wir jetzt hier noch? Nee, links und rechts nicht noch irgendwo lang? Nee. What? Wop-bop-bada, was ist das denn da? Oh, das ist auch eine geile Zeichnung unten rechts. Oh, das ist Examine. Aha. Okay. Wohnzimmer? Schöner Altmännerkamm. Was ist denn das vom... Okay, wir können ihn nicht nehmen. Ja, das Papier liegt noch da drüber. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie Papier da wegkriegen. Oh, wir müssen Tic-Tac-Toe spielen. So, und jetzt, okay, soll ich loslegen oder was? Nee, dafür brauchst du noch ein Pen. Ein Pencil. Ein Pen-Apple-Pen. I have an apple. I have a pen. Ja, okay. Und aber, oh nein. Nein, das wollen wir doch nicht. Take the item, okay, da haben wir den Pen. schon scheiße, irgendwie man ahnt, was passiert, wa? Irgendwie das. Da ist Anna. Was? Nee, unter der. Das, oh Gott, das ist bestimmt Anna. Tot? Gut, können wir wenigstens selber machen. Ah, ja, wir machen die Xe. Oh, ist okay. Aha. Okay. Und nun, was haben wir jetzt davon? Ja, guck mal, da oben wurde jetzt auch hingeschrieben 2 zu 8. Der Stand. Vorher stand da 1 zu 8, jetzt steht 2 zu 8. Wir haben das zweite Mal jetzt überhaupt gewonnen. Naja, aber was können wir jetzt damit tun? Nichts. Nichts. Wir können auch der Pen ist gone. Das ist mit der... Oh Gott. Ja. Take off. Ja, ja, klar. Und hallo, geht. Also das ist halt auch so ein Ding. Gut, ich bin halt ein Junge gewesen. Ich bin halt mit Masters of the Universe, Matchbox und Colt Sivers groß geworden. Und ich, also halt so Puppen fand ich schon immer gruselig. So, wenn so in so ein Augenlid runtergehangen hat, so halb und. Oh, so, ich glaube, wenn du so irgendwie die Generation meiner Mutter jetzt mal so fragen würdest, die wären, glaube ich, immer noch alle wehleidig, wenn sie an ihre Puppen damals denken, irgendwie. Aber, oder nostalgisch, sagen wir mal so, ne? Fand die immer so gruselig, fand, weil bei vielen hat sie auch schon so abgeschnittene Haare und so gesehen, irgendwie so auf Flohmärkten und sowas. Oh, die sehen dann alle noch gruseliger aus. Oder noch schlimmer ist halt wirklich so, wenn du irgendwo bist und in dem Raum sind nur Puppen. So ein Puppensammler. Oh Gott. Na, Mäuskin? Ja, aber wir können nicht viel machen, ne? Oh doch, jetzt können wir es uncovern. Müssen wir die cammen oder was? Das ist doch nicht wahr, oder? Was sind denn das da für oben für Bad Memory. Was? Zeichen, schlecht. Ja.
Bad Memory? Ich weiß nicht, das ist glaube ich nicht gut. Na dann können wir hier weg? Nee. Können wir Licht ausmachen? Okay. Falsche Idee. Wir können nur gar nicht mehr machen. System? Memory? Memory Error. Remove Bad Memory. Geil. Was? Was sind das? Ey, okay. Klar, logisch. Macht Sinn. So, haben wir jetzt den ollen Kamm. Wir müssen uns dann den Kamm schnappen. Warum kann ich denn nicht den Kamm nehmen? Tick, tick, Item. Jetzt hab ich's. Eieiei. So, wir machen mal Puppe Cam. Das wird ja immer schlimmer, die Bilder. Was ist denn da los? Da haben wir auch eine böse, böse Kreatur hier. Auch das Auto. Da, was ist denn? Ja. Ist nicht schön, Benny. It's going down. Item Combination? Was? Das. Jawoll! Genau. Ja. Geht das jetzt noch so? Leute, also. So, da fragt man sich doch irgendwie. Game for Anna. Ja, was ist denn. Was ist ja mit dem hier richtig irgendwie? Vielleicht hat er auch seine Schwester nicht gemacht. Oder so. Verstehe ich nicht. Johanna. Ja, was. Ich bin back. Where are you, Anna? Why did you run away? Please, come back. I really miss you. Was? Was? Hä? Was? Wie? Jetzt nochmal von vorne? Nee. Nee? Nimm mal die String. Okay. Ah, guck mal. Jetzt kannst du den Hammer nicht mehr nehmen. Oh Gott. Okay, hier kannst du gar nichts nehmen. Your String. Ach, dann lassen wir uns jetzt da runter, oder was? Jawohl, genau. Wir klettern da runter. Go down. Klar. Na, jetzt bräuchten wir den Hammer. Wahrscheinlich. Ja, aber wir konnten den Hammer nicht mehr nehmen, ne? Ja. Alles gut. Install Hardware. Was? Hardware installiert? Klar. Insta. Okay. Was denn? Videokassette? Play Hide and Seek? Jaha, du sollst ja mit ihm Hide and Seek spielen, ansonsten macht er mit dir anderen tollen Spaß. Hat er dir am Anfang gesagt. Was ist. The cover, okay. Und da unten ist irgendwas mit. Ah, okay. Scheiße. Also ich fühle mich jetzt gerade nicht so wohl. Ich fühle mich auch gerade nicht so total wohl. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir sprechen dürfen. Ob das auf dem Mikro. Also ich kann schon mal so viel sagen, da mein Mikro nicht durchgeschliffen wird, bin ich's nicht.
Ich glaube, es ist vorbei. I'm sorry, Anna. Was? What wanted, bitte? I couldn't find you. And I got angry. It's very hard not to know where you are. I hope to see you soon. Alter, was ist denn mit ihm los? Was ist denn mit ihm los? Aber ach du Scheiße, Alter, das wird immer schlimmer hier. Weil das Problem ist, wir können... Also, der Progress ist immer noch da, Benny. Aha. Okay. So viel Scheiß, Alter. So, wir könnten... Ja, Wir nehmen jetzt den Hammer. Du meinst, wir gehen jetzt da lang. Na, wir kloppen uns jetzt durch die Wand durch. Du meinst, wir kommen, genau, da kommen wir nämlich... Wir kommen ja nicht runter. Nicht da runter. Wir haben jetzt das andere Ende mit dem Hide and Seek. Also anscheinend wird es ja wahrscheinlich mehrere Enden geben. Wäre jetzt so meine Vermutung. Ja, würde ich jetzt auch sagen. So, wir haben doch bei dem einen Ding, haben wir doch irgendwas mit einer Kassette bekommen. Mit einer Videokassette. Bei dem einen Lauf. Wo genau, wir dann quasi... können wir irgendwas mit dieser Videokassette machen? Na, dann müssten wir uns hier wieder für den String entscheiden. Ja. Was ich aber komisch fand, ist, wenn wir uns herunterlassen, ist noch eine Wand zum Durchbrechen. Aber wir kommen da ohne den String gar nicht hin. Warte mal, was ist denn, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und nochmal versuchen, den Hammer jetzt zu nehmen? Ach so. Jawohl, Leute, jawohl. Guck mal an. Können wir jetzt go down sagen? Use a hammer. Okay. But play the tape. Play the tape. Was für ein Tape? So, check this out, Benny. Warte mal, was war denn? Okay, mal, hier unten ist so ein größeres. Nein, Alter. Die ganze Zeit das Ding übersehen. Okay. Und was können wir jetzt hier machen? Na, hier. Achso. Ja, du. Nehmen wir eine Lupe für Pickup. Klar. Nehmen wir die Fliege. Eine Spinne. Da stand gerade Candy dran. Habe ich das richtig gesehen? Nochmal Candy. Das ist. Ja, halt, man kann auch mal ein bisschen was naschen, ne? Okay. 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 Oh, das erinnert mich jetzt wirklich sehr an Wortwörter. Das. Pickup, was ist das denn? Ein Apple. Also, laut unten Bezeichnung. Steht immer unter dem Bild, was View, was das sein soll. Wieder okay. Candy. Ein Hirschkäfer. Okay. Ja, wir sammeln jetzt also lauter Insekten ein, oder was? Das ist jetzt hier. Okay. Das krass, finde ich, dass das alles Süßigkeiten sein sollen. Ja, das ist. Da merkst du aber auch irgendwie, da ist irgendeiner nicht mehr ganz so knusprig an der Havel. Das wird immer Soda. Das wird eine Soda sein, die wir jetzt trinken. Their souls are so pure and delicious. Is it all your fault? It is all your fault. Okay. Was ist das für ein Spiel? Was hast du da rausgesucht? Etwa umsonst. Gut, ich wüsste, dass das so Psychofolter ist hier. Ja. Okay. Die Frage ist, was können wir jetzt noch tun? Hier müsste man noch irgendwie durchkommen. Ja. Ja, das ist doch irgendwie... Das sieht auch verdächtig nach wie so eine Art Tür aus. Ja, genau. So. Und wir haben ultraviolettes Licht, Schwarzlicht quasi. Oh, und wir haben hier Koordinaten. Ja, warte mal, Koordinaten. Ich schreibe mir die mal auf, weil die werden wir bestimmt später noch irgendwann brauchen. X582 und 25. Was ist das denn? Das ist einfach nur umgekehrt. Ist ja geil. Genau. Okay, cool. Cool. Beautiful. So, und wir machen jetzt mal von Anfang an ultraviolettes Licht an. Okay.
Vielleicht haben wir das Glück, irgendwo noch etwas zu sehen oder zu finden, was wir vorher übersehen haben. Oh, hier ist nochmal eine Koordinate. X-Koordinate ist 682. Da drüber ist aber auch nochmal so ein Zeichen, so ein Dreieck. Dreieck, genau. Ich male das mal vorsichtshalber auf. Dreieck gehört X, 6, 8, 2 und Y ist 2, 5, 1. Da steht auch was. Das ist ein Kreis. Kreis. Okay, warte. Ich mache mal auf Kreis. X, 6, 6, 2. 2. Y, 2 und 5. Okay. Wo können wir die Koordinaten ansetzen? Wofür sind die Koordinaten? Wir müssen noch jetzt also, irgendwo... Also, du hast ja quasi vorhin... Was denn? Naja, du hast im Advanced-Modus, bei Video hast du ja hier die, genau, X- und Y-Achse, genau. Aber wo sitzen... Ja, da ist jetzt die große Frage von wegen, was ist es? Also, du hattest ja vorhin schon die Vermutung gehabt, ist ja auch irgendwie so meine Idee, aber dazu, wir haben jetzt nur drei Koordinaten. Wäre, dass wir insgesamt vier brauchen, um eine Tür nachher darzustellen in diesem gepunkteten Eckkarton-Zeugs da. Weißt du? Interessant. Dass das irgendwie, aber dazu bräuchten wir noch eine vierte. Also uns fehlt denn, für dieses Beispiel fehlt uns dann noch eine vierte, dass du immer sagst, okay, du hast unten die Ecke, oben die Ecke, rechts und links, sodass du so eine Tür rausschneidest so mäßig, die dann miteinander verbindest. Wäre jetzt so eine Idee. Das ist eine sehr gute Idee, Ben. Das ist eine hervorragende Idee. Die Frage aber dafür ist, fehlt uns aber noch eine Koordinate. Minimum. Also, ja. Das ist das Dreieck. Wenn nicht, kletter nochmal runter. Oh, was ist denn hier? Die haben wir schon nicht. Warte mal, was haben wir hier? 5, 4, 2? Nee, die haben wir wirklich noch nicht. Ja, nice. Okay. Dann notiere ich mir mal jetzt hier Dreieck. Nee, nicht Dreieck. Viereck. Scheiße, mein Stift schreibt nicht. Stift! So, Stift haben wir. 5, 4, 2 ist die X-Achse und die Y-Achse ist die 339. Okay, cool. Dann hätten wir jetzt vier Koordinaten. Und dann probieren wir das mal. Ne, wir brauchen aber den Advanced-Modus. Ohne den kann ich nicht gucken. Alles klar, dann Advanced. So, dann sag mir mal die erste Koordinate. Also die erste, die wir gefunden haben, ist die 582 X und Y 285. So, vielleicht musst du da raufklicken. Tue ich gerade. Okay. Die nächste wäre die 682 und 251. Okay. Ja. Danach haben wir die 662 und 215. Okay. Und dann hätten wir noch die 542 und 339. Erschreck mich doch nicht. Was? 542? 542. Meine Güte. Hat er mich jetzt damit so gecatcht, ey. Und 339. Passiert nichts, ne? Ah, shit. Weil wenn ich im Advanced drin bin, dann ist das hier alles sehr... sehr, sehr dunkel. Irgendwie, dann sehe ich hier nichts. So. 2. 3. Und die fucking Tür ist offen. The fucking door is open, Alter. Damn. So, wir haben das fucking Scheißrätsel gelöst irgendwie. Es ist abartig irgendwie. Aber wahrscheinlich sind wir auch, ich glaube, mit der einzige YouTube-Channel, der dieses Video irgendwie mit dieser Lösung so anbieten kann. Also, zieht's euch rein irgendwie. Wir haben richtig lange für geackert. Also, hey komm, wenigstens dafür lasst mal einen fucking Daumen da oben da. So, Benny, wir durchschreiten jetzt die letzte Tür. I'm so fucking proud of it. Na super, dann... Geil. Was hat hier? Puppe. View Doll und Play. You found your doll. I'm sure you miss her a lot.
Also, if you like my game, you can I can make more. Just promise me you play them. I really miss you, Anna. Ja, mein Bester, alles klar. Wir haben's geschafft. Wir haben alle Enden von A Game for Anna gewuppt. Wir sind nicht Anna gewesen. Soll ich dir sagen, dass es noch ein fünftes Ende gibt? Nein, Alter, ist nicht dein fucking Ernst. Was für ein fünftes Ende jetzt? Wo denn? Wie denn? Wie? Das Gleiche, was wir gerade hatten, durch die Tür gehen, nur fehlt uns ein Item. Was für ein Item? Den müssen wir mitnehmen. Was ist los? Sie alle nur durch einen roten Schleier der Wut. So, und was soll ich jetzt hier mit dem Hammer? Soll ich auf die Puppe einschlagen? Ja, use Item Hammer. Ja, das sieht nicht cool aus. Das klingt. Das sieht nicht nach einem ausgewogenen Charakter aus. So, jetzt kann ich das eigentlich wieder. Why did you do that? You're not Anna. Leave me alone. Quit this game immediately. Das Game ist auch nicht von Anna. So ja, sieht's gut. Aus. Okay, also, damit haben wir jetzt alle fünf Enden. Waren es fünf, Benny? Fünf, ja. Alle fünf Enden haben wir jetzt einmal drinnen. Gewuppt. Also, man muss sagen, es ist interessant, das Spiel. Es ist für Unge und es ist interessant. Es ist atmosphärisch, es ist beklemmt, es ist hochgradig verstörend. Und es ist abnormal fucking schwer. Warum, Alter? Warum? Warum? Was? Wieso machst du das? Ja, also das Rätsel mit den Türen, also mit dieser Tür, mit diesen Sternsymbolen, mit den Koordinaten. Warum, Alter? Wieso? Es hat Spaß gemacht, solange es gedauert hat irgendwie. Und es hat viel zu lange gedauert. Und zum Schluss auch nicht mehr so viel Spaß gemacht. Das stimmt. Aber wir haben es durchgezogen irgendwie und wir sehen komplett zerstört aus. Ja, ja, ich hoffe, ihr jetzt gemütlich vor eurem Fernseher oder Monitor, Handy, wie auch immer sitzt irgendwie und euch das anguckt, irgendwie im wahrscheinlich sehr dynamischen Viertelstundenschnitt, den Benny da rausgemacht hat. ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, irgendwie ihr genießt das ein bisschen und würdigt doch bitte unsere hart investierte Arbeit und den Gehirnschmalz, den wir drin gelassen haben, um das für euch so zu schaffen. Und lasst ein Like da. Ein Like. Ein kleines Like. Und einen Comment. Ja? Zeigt, dass er da wart. Hinterlasst Spuren, ihr Lieben. Und dann, Benny, you got the last word. Ja, ich bin froh, dass wir das Game durch haben. Gerade das Ende war tricky. Und ihr werdet sehen, oder ihr habt es gesehen. Und ja, wie Sie wie schon sagt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar. Und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, abonniert gerne unseren Kanal. Und bis dahin sagen wir erstmal, reingehauen. Ciao. Und es gibt noch zwei weitere Spiele von dem Typ.